So, da bin ich wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Blatt Grün Nuzlocke. Ich habe in der Zwischenzeit ein klein wenig trainiert und habe das Team wieder ein klein bisschen umgestellt. Nämlich habe ich Konchan und Skadi erstmal eine kleine Pause gegeben. Dafür sind Kenshi und Veit wieder im Team. Und ja, wir wechseln da jetzt sowieso irgendwann demnächst wieder ein bisschen durch und ich werde irgendwann demnächst sowieso wieder ein bisschen mehr offscreen trainieren müssen. Vor allem, weil ich Skadi, bevor ich sie wirklich effektiv einsetzen kann, bis Level 29 bringen muss. Dann lernt sie nämlich den Flammenwurf und dann kann ich sie zu Vulnona machen. Dann wird sie stark. Okay, ja. Sorti ist gerade vorne und ich meine, wir müssen hier noch weitermachen. Ich will jetzt hier erstmal den Weg bis nach Lavandier zurück durchkämpfen. Und dann, würde ich sagen, machen wir die Team Rocket Basis. Ein Slimer. Okay. Ein Flügelschlag. Ah, kommen sie schon wieder mit solchen Sachen an. Wenigstens trifft unser Sort hier einfach. Dann kommt Slime Mock als nächstes, okay. Lambert macht uns jetzt nicht allzu viel aus. Ist zum Glück nicht effektiv. Härtner. Na du, ich kann auch speziell draufhauen, so ist es nicht. So, da kommt noch ein Slimer. Das macht uns das Sortie dann auch gleich fertig. Dann kriegt er ebenfalls sein Level 26 und ist damit wieder komplett auf Teamniveau. Der kommt schon wieder mit Komplimator an. Na gut, jetzt hau da mal daneben. Ich weiß schon, warum diese Attacken im Competitive verboten sind. Komplimator, Härtner, was kannst du eigentlich überhaupt? Ja, gut, sterben kannst du. So, die erreicht Level 26. So. Da unten ist ein Spieler. Ich würde sagen, die Kadi darf einfach mal wieder nach vorne. Oh, Moment, den haben wir ja schon, oder? Den mussten wir ja machen, weil wir sonst ja nicht dahin gekommen wären, stimmt. Würde Gerda. Deine Pipi. Okay, da hauen wir einfach mit Geheimpower drauf. Der Gesang geht zum Glück daneben. Ein weiteres Pipi kommt in den Kampf. Ich frage mich, also Kadi müsste ja eigentlich irgendwann demnächst mal Flügelschlag lernen. Fünfmal getroffen. Ja. Kannst mich auch mal. Spotlight kannst du machen, so viel du willst. Interessiert im Einzelkampf niemanden. So, dann ist der Weg nach Lavandier jetzt wieder frei. Dann können wir ja... Ja, ich würde sagen, dann holen wir uns jetzt erstmal noch die nächste VM, weil mir das auch gerade einfällt, dass wir die auch noch holen können. Na, Moment, hier geht's ja nicht durch. Hier muss man... Zerschneider, haben wir den dabei? Ja, wir haben Dirki dabei, also haben wir einen Zerschneider auch dabei.
Oh, Moment mal, die zwei da oben, die haben relativ starke Pokémon. Zwei Feuer-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Könnte ein harter Kampf werden, aber mal schauen. Galuppa und Vulnona. Okay. Du machst einen Steinhagel und... Galuppa muss, glaube ich, zu... Wobei, die haben beide ungefähr gleich viel Spezialangriff, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, hauen wir erstmal das Vulnona weg. Volltreffer, sehr schön. Dann machen wir mal mit beiden Schaufler. Das sollte dann auch reichen. Einmal sehr effektiv und einmal sehr effektiv mit Step. Ich glaube, jetzt habe ich ordentlich Erfahrungspunkte von denen. Manchmal ein Vorteil, wenn man genau weiß, was die Gegner für Pokémon haben. Hier haben wir die VM2 Fliegen. Ja, Fliegen ist sogar noch eine einigermaßen decent Attacke für ein Playthrough. Weil unsere Caddy immer noch keine anständige Flugattacke kann. Windstoß für weg. Sandwirbel könnte ja nochmal brauchbar sein, wer weiß. Aber wenn wir Fliegen haben, braucht man definitiv keinen Windstoß mehr. Bei Sorti überlege ich mir auch, ob wir ihm den beibringen sollen oder nicht. Aber momentan mal eher nein. Da fällt mir ein, wir könnten rein theoretisch hier ein Pokémon fangen, allerdings liegt hier schon etwas, was ich fangen will. So ein Relaxo ist nämlich echt nicht verkehrt. Das Ding hält nämlich was aus und kann ordentlich austeilen, ist dafür halt ziemlich langsam. So, jetzt gehen wir nochmal schnell ins Pokémon Center. Wie viel Geld haben wir eigentlich gerade? 48.000, okay. Ziel ist gerade 80.000, damit ich mir eine Flammenwurf-TM für Kanchan kaufen kann. Ich werde auch, bevor ich die Arena mache, wenn ich bis dahin noch nicht so weit bin, werde ich so lange offscreen noch trainieren, bis ich die 80.000 zusammen habe. Training muss sowieso sein hier. So, der Typ hat einen Radikal. Ja, und dafür habe ich, glaube ich, sowieso schon das Beste von, was ich da habe, nämlich dass man meinen höchsten Verteidigungswert hat von meinem Team. Okay, das Ding ist nur Level 20, das geht ja noch. Level 27 für Kenji, das ist sehr schön. Und ein Zubat kommt noch rein. Muss
mal überlegen. Also Fight muss ich echt mal schauen, dass der noch zwei Level steigt. Dass der sich noch zu Rasaf entwickelt. Dann hält er nämlich wenigstens ein bisschen was aus, auf der physischen Seite zumindest. Dann kann ich den nochmal wieder etwas sicherer einsetzen. Aber momentan ist er halt echt so ein richtiger Risikofaktor. Oh, Moment, ich muss niesen. So. Setze ich unseren Fight jetzt einfach mal nach vorne. So. Hier war das, oder? Hier haben wir das AP-Plus. Der Typ hat meines Wissens auch einen Radikal. Ist zwar gefährlich, das mit Fight zu machen, aber andererseits leichter kriege ich ihn nicht. Und solange das Ding keinen Rückzughieb einsetzt, ist ja alles okay. Ein zweites Radikal. Hoffentlich genauso schön weggeklappt wie das erste. Ja, auch kein Rückzughieb, sehr schön. Level hier. Ein Fluchtseil. Hier hat man nichts. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der Typ hat. Aber entweder sind es Normal- oder Gift-Pokémon. Ja, recht viel mehr haben die Rockets nicht. Oh. Ein Traumato. Na gut, da will ich unseren Fight jetzt wirklich nicht drin lassen. Den schickt man dann da rein. Ich könnte es zwar schon versuchen mit dem Megakick, aber das ist mir zu riskant. Okay, da kommt der Kopfnuss an. Macholo. Das will doch unser Sorti machen. Ja, wir sind mittlerweile minimal überlevelt für die ganze Rocket-Basis, aber in der Nuzlocke bin ich gern etwas überlevelt. So. Den da kriegen wir auch. Oh, der hat 5 Pokémon. Super, das kann noch kein Flügelschlag. Wieder unser immer treffendes Felsgrab. Fight hat ja bis jetzt immer noch nicht damit mit daneben gehauen, was mich ja immer noch wundert. Smogon. Ja, da will ich wechseln. Ich habe immer noch keine anständigen speziellen Angreifer hier. Und gut, Sword hier zumindest ein Biss. Ich habe da sowieso schon ein bisschen was geplant, was wir da demnächst noch ins Team holen können. Conchan, also unser Flamara, wird ja sowieso ein Mixed-Angreifer. Slimer. Darf er drin bleiben. Assorti. Hier auch.
Radikal. Da haben wir doch mal wieder was für uns im Fight. Dann wird der zumindest schon mal Level 27 und ich will einfach mal, den will ich auch direkt vorne in der Liste lassen, einfach damit ich den demnächst noch auf Level 28 bringe. Es sollte zumindest ausreichen, um Level 27 ihm zu geben. Oh, doch nicht ganz, okay. Bevor wir da hinten rumgehen, machen wir erstmal den hier. Der Typ hat meines Wissens auch einen Macholo im Team. Okay, der macht zum Glück nur einen Energiefokus. Noch ein Leo-Wurf, der macht genau 26 KP Schaden. Und jetzt haben wir Level 27. 50 Angriff hat er jetzt schon. Das nächste Macholo. Das machen wir auch gleich noch. Und jetzt reicht der Durchbruch auch aus. Wird es aber auch am Zufallswert gelegen haben. So. Hier haben wir Frustration, die TM21. Werden wir hier nicht wirklich einen großen Gebrauch von haben. Moment mal, erstmal hier das Item nachholen. Ein Sonderbonbon, nett. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Hier hin. Wo geht's hier? Da müssen wir hin. So. Den da verprügeln wir auch gleich noch. Radfatz ist doch schön gefunden, ist das ein Fight. Okay, der Rückzug macht weniger Schaden, als ich jetzt befürchtet hätte. Ein Traumato. Das darf die Valley wieder machen. Wir haben immer noch eine ziemlich enorme Psychoschwäche in dem gesamten Team hier. Deswegen finde ich es jetzt auch in letzter Zeit gut, dass wir in letzter Zeit so viele Pokémon mit guter Spezialverteidigung bekommen haben. Also wir haben ja Konchan, der hat eine enorme Spezialverteidigung. Wir haben Scuddy, sobald sie sich entwickelt hat, die auch eine 100 in der Base. Ein Radikal kommt hier nochmal rein. Okay, das macht unser Fight wieder. Wenn ich es hinkriege, kriegen wir auch ein Relaxo. Das Ding hat auch eine ziemlich brutale Spätstef. Das heißt, die Psycho-Arena ist eigentlich gut gesichert und wenn wirklich, wir haben ja auch noch den Pedobär, der eine Psycho-Resistenz hat und ebenfalls wieder 110 Spezialverteidigungsbasis hat. Schattenglas. Oh. Wer von uns hat Unlichtattacken? Sorti hat eine. Sonst hat hier niemand Unlichtattacken, oder? Nö, nur die Sorti ist der Einzige. Wird da bis zumindest 10% stärker. Bevor wir hier überhaupt keine Items haben. Ja, haben wir hier was? Hier ist nix. So, Fight ist nach wie vor vorne. Übernahme. Okay. Ja. Eine Attacke, für die ich immer noch keinen wirklich sinnvollen Nutzen gefunden habe, weil die einfach zu inconsistent ist. Smogon. Ja komm, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen YOLO. Wir treffen damit sogar, sehr schön. So, wieder
Rest sollte der Geowurf erledigen, weil das sind keine 27 KP mehr, was der da hat. Ein Zubat. Okay, das können wir, können sie mal riskieren. Okay, das Ding ist Level 21. Wenn da das Face gerade mal daneben geht, dann ist es aus. Okay. Ladenwechsel. Mit 21 kann das Ding nämlich Flügelschlag. Okay. Ich habe jetzt aber nicht damit gerechnet, dass er dämlich ist.